Hörst du's nicht, wie die Zeit vergeht? Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Das ist die Taktik. Die Taktik, in der ich mich selbst für etwas Zeitgebundenes halten kann. Halten kann! Über den Tiefschlaf kann ich mich nicht beschweren. Da gibt es keinen mehr, der sich beschweren könnte. Dann ist die Abwesenheit von jeglicher Zweiheit, Vielheit oder Getrenntheit, wo sich etwas über etwas anderes beschweren könnte. Und dann plötzlich, wie ein Unfall, zumeist völlig unvorhersehbar, das Erwachen in den Traum der Informationen, der personalisierten Personen, der Menschheit, die gerne auch als eine Erinnerung bezeichnet wird. Die Flohlocken, die Flöhe, ganz flöhlich. Ja. So war's nicht. Das ist es nicht. Das ist nicht alles, was nicht ist. Das ist auf keinen Fall alles, was es nicht ist. Das ist auf jeden Fall alles, was es nicht ist. Und wäre es, dann wäre es es nicht. Dann wäre es nicht alles, was sein kann. Kann auch nicht sein. Und das, was keine Not hat, sein zu müssen, muss auch nicht sein, um nicht zu sein. Also rede ich mal über die ultimative Liebesbeziehung, die Romanze mit dir selbst. Ich mit mir selbst, die Romanze mit mir selbst. Diese Romanze ist die einzig wahre Romanze, die sich nie auflösen wird, weil sie sich nie verbunden hat. Da gab es keine Verbindung. Sie hat nie begonnen und sie wird auch nie enden. Und jegliche andere Romanze, die aus der Verliebtheit entsteht, in der du dich in deiner Absolutheit in ein Bild von dir selbst verliebt hast, in dein eigenes Abbild, in einen Schatten von dir, zum Beispiel in dein Licht, oder in deinen Schatten vom Licht und den daraus resultierenden Beziehungen. Die sind alle dazu bestimmt, dich wieder aufzulösen. Und deshalb könnten sie möglicherweise die Enttäuschung in sich bergen, wenn du die Erwartung hast, dass sie dich glücklich machen können. Ja, Mai. Damit kann keiner was anstellen. Aber auch keiner kann es lassen. Und niemand entkommt sich selbst. Selbst Gott fällt
auf sich selbst hinein und verzaubert sich und wird zu seinem eigenen Teufel, indem sie sich vormacht, von sich selbst oder vom sogenannten anderen oder von dem, was es begehrt, dem Ziel der Sehnsucht, das bekommen zu können, was es glaubt, nicht zu haben, was es aber selber ist und nie werden wird, nur durch die eigene Magie, indem es sich verzaubert hat und sich für etwas anderes hält, schickt es sich auf die Suche nach sich selbst, lernt es aber dann vielleicht auf die Suche nach der Liebe, dem Glück, nach Gott, dem ewigen Leben oder was auch immer es für Bezeichnungen dafür gibt. Tick-Tack, Tick-Tack, die Taktik des Ichs, deine Geschichte immer weiter weben zu wollen, weil es ja den Ausblick hat, nicht mehr zu sein. Darum ist ganz automatisch der Überlebensmechanismus eingebaut worden, sich durch alle möglichen Taktiken und Ignoranz bis Arroganz, von Wollen bis Nichtwollen, und so weiter, immer am Leben zu halten und sich vorzumachen, dass man eine Kontinuität erreichen könnte und daraus sich eine Dauerhaftigkeit ergeben würde, in der ich dann ewig leben könnte und am Schluss auch noch, also mitten überhaupt dann für immer glücklich bin. Mit mir selbst natürlich. Und mit den Umständen, auch wenn sie sich ständig permanent wandeln. Was für eine Idee. Heute Morgen aufgewacht, bin ich schon wieder ein anderer. Meine, dieser Körper, alle 7 Jahre alle Zellen ausgetauscht. Vor 7 Jahren hatte ich auch noch ganz andere Einstellungen, ganz andere Glaubensvorstellungen, ganz andere Ideen vom, wie das Leben ist oder auch nicht. Und davor, da hatte ich aber keine, da gab es mich noch nicht. In der Form von der Idee, die ich jetzt von mir möglicherweise haben könnte, dass ich wer bin, der in der Welt lebt. Und dann dieser jemand, der permanent der Wandlung unterworfen ist, will dann auch noch etwas haben, was sich nicht wandelt, was von ewiger Dauer ist, mit Namen Glückseligkeit, Frieden und so weiter. Obwohl es gar keinen Beweis dafür gibt, dass es das überhaupt gibt, so etwas wie eine Dauer. Etwas, was von Dauer ist, das ist nur eine Erfindung des gedanklichen Geistes. Oder auch nicht, doch schon. Finde ihn mal. Und der zweite Punkt ist, zu sehen, ob es den überhaupt gibt, der das Glück beansprucht. Wer ist das,
der Frieden will, aber das Gute ist, die Frage ist völlig irrelevant und keiner braucht zu wissen, wer wer ist, um das zu sein, was er ist. Es wäre ja wieder vom Baum der Erkenntnis zu naschen und sich selbst kennen zu wollen und dann wieder das ganze Leidensdrama auszulösen und in der ständigen Suche nach sich selbst zu sein und sich erkennen wollen oder den anderen erkennen oder irgendwas erkennen und zu merken, dass dieser Erkenntnisapparillo, diese Weisheit auch nur an der Oberfläche rumkratzt, nur durch das kulturelle Wissen sich versucht fortzupflanzen. Und so weiter und so fort. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Kannst ja suchen und nicht finden. Und weitersuchen. Oder dann gibt es die, die sagen, angeblich, sie haben sich gefunden. Ich bin Stille. Ah, du bist die Stille. Ich bin Frieden. Ach, du bist der Frieden. Hört sich ja gut an. Gibt es noch einen Besitzer von Frieden und Stille? Tja, das sind die Glücklichen. Die haben es geschafft. Doch solange du dir nicht sicher sein kannst, dass du das bist, darf ich mich unsicher fühlen und belanglos. Und strebe dann nach einem Sinn in meinem Leben, muss mich dann orientieren, kann wieder enttäuscht werden, weil es nicht so ist. Dann kommt noch dieser gesellschaftliche Sumpf dazu, der versucht, all die Taten all ihrer Mitglieder in einen gemeinsamen Modus zu bringen, somit, dass der Status quo der Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Also, was soll ich da tun? Nichts weiter, als gelebt zu werden mit allen scheinbaren Konflikten und zu merken, da wo ich hin will, wo will ich denn hin? Ja, wieder zu diesem Glück. Das werde ich nicht finden. Und wenn ich nicht jetzt in diesem ewigen Jetzt, wo alle problematischen und sogenannten und unproblematischen Zustände von Konflikten oder Befriedigung oder Ekstase auftauchen, wenn ich da nicht das sein kann, was ich bin, was das sein muss, was in jedem Umstand das ist, was der Umstand ist, dann ist es nicht wert, das zu sein. Ja, macht nichts. Nur das Leiden wird dich vom Leiden befreien, indem du es bist und nicht mehr dich davon abtrennen willst und es loshaben willst. Ich will das Leiden nicht mehr, das geht mir nicht gut und eigentlich dient es mir ja dazu, dass ich mir weiter die Hucke voll jammern kann und so tun kann, als würde ich es brauchen, nicht wollen. Halleluja. Also,
Das wäre sozusagen wie der Bekannte, den ich gar nicht kenne, sagen würde, wieder einmal. Das Lied der Bedeutungslosigkeit, gesprochen durch den Lautsprecher Tiki Tiki. Taro, es war mir und ist mir ein Vergnügen, mich nicht ernst zu nehmen. Doch wie ich das tue, das tue ich gar nicht. Das kann ich nicht machen. Es ist ein Unfall. So wie alles ein Unfall ist. Das Erwachen ist ein Unfall. Das Einschlafen, peng, auch. Alles passiert spontan. Es gibt weder einen Kontrolletti noch einen Kontrolleur. Höchstens die Erfahrung der Trennung, der Kontrolle heraus aus der Idee, dass der Erfahrene von dem, was er erfährt, getrennt ist. Was natürlich nur eine starke Einbildung ist, die durch ständige Wiederholung für wahr gehalten werden kann. Oder auch nicht. Also ich nehme nichts wahr. Alles strömt auf sich selbst ein. Und was ich sage, ist völlig bedeutungslos. Halleluja. Namaste. Kartoffelpüree.